Okay, so. Okay. Interagieren wir mal. Buongiorno, merhaba, bitte tretet ein. Ach, verzeiht die Unordnung. Ich hatte noch keine Zeit, nach meiner Reise hier aufzuräumen. Ihr kamt aus Rhodos, nicht? Sie, woher wisst ihr? Wir waren auf demselben Schiff. Ich bin Ezio Auditore. Sophia Sator. Kennen wir uns? Jetzt schon. Darf ich mich umsehen? Prego. Meine besten Stücke findet ihr hinten. Ein bekanntes Gesicht. Im alten Handelsposten der Polo-Brüder konnten Hinweise auf den Wurfbewahrungsort der Massiv-Schlüssel versteckt sein. Suchen sie das Gebiet, um seine Geheimnisse zu lüften. Es ist schön, noch einen Italiener in diesem Bezirk zu treffen. Die meisten bleiben im venezianischen Viertel oder Galata. Altrettanto. Ich dachte, der Krieg der Osmanen gegen Venezia hätte die meisten von hier vertrieben. Ich lebte mit meinen Eltern hier, als ich klein war. Der Krieg vertrieb uns. Aber ich wusste immer, dass ich zurückkehre. Habt ihr etwas Interessantes gefunden? Mio Dio, wo kommt das her? Incredibile. Wo führt das hin? Finden wir es heraus. Wer seid ihr, Messere? Nur der interessanteste Mann eures Lebens. Oh, che presuntuoso. A presto, Sophia. Ich komme bald zurück. Immer noch der alte Charmeur, Herr Ezio, ja? Immer noch der alte Charmeur. Ja. Gut, alter Ezio. Hat nichts von seinem Charme vergessen und verloren. Wie bist du hier? Wisst ihr, wie lange wir schon diese abscheuliche Zisterne durchsuchen? Ich bin seit Wochen hier. 13 Monate. Und zwar seit der Großmeister diesen verdammten Schlüssel fand. Aber er weiß überhaupt nicht, was er tut. Er weiß nur, dass sie irgendwo in der Stadt sind. Und die Stadt ist groß. Toxero. Das sage ich doch. Zurück auf eure Posten, Agiertes! Cisterna Basilica. Die geheimen Türen Sophias Geschäft hat Ezio in eine unterirdische Zisterne voller Templer geführt. Untersuchen Sie die Zisterne, aber seien Sie vorsichtig. Nicht entdeckt werden. Akzeptieren. So. Wir finden die Schlüssel bald. Schauen wir kurz andere Bomben her. Also die hier.
dir. Hagel oder Natur? Nehmen wir mal den Hagel. Schwefel sind natürlich die als akustische Köder. Gib Acht, ja? Pass auf die Tür auf und nicht auf deine Füße. Du bist ein toter Mann. Noch so ein Söldner, denke ich. Ziemlich oh gut bewaffnet, ist nicht wahr? Der hing da am Turmgeländer, das war so lustig. Und du links liegst im Wasser, das sieht auch ziemlich lustig aus. Oh Mist, besser schnell weg hier. Ihr seid ziemlich dumm, oder? Ich hab so das Gefühl, ihr seid schon ziemlich dumm. Wollen ja alles einsammeln hier. So. Komische Kleidung. Bestimmt ein Franzos. Wohl nicht weiter wichtig. Wo habe ich den schon mal gesehen?
Komm doch her. Die denken auch, die wären die coolsten, ne? Die krassesten Typen der Welt. Oh nein, Ezio ist der krasse Typ der Welt. Weil der einfach krass ist. Das ist das Gesetz. Jetzt haben wir alle erledigt. Und jetzt gehen wir durch die Tür mit dem Schlüssel, den wir erhalten haben. Ich bin es leid hier unten. Fürwahr. 8 Stunden in diesem Dreck. Ab ist Teftor. Ihr Großmeister hat seine Gründe. Ich wünschte nur, ich würde sie kennen. Petros, sorg dafür, dass wir für die Grabung genug Fackeln haben. Ich bin es leid, im Dunkeln herumzustolpern. Boah, Junge, ich hab... Hier wird so viele Messer verworfen. Ist schon nicht mal lustig irgendwie. Doch, ist lustig.